Hallo Freunde der Sonne, ich bin gerade wiedergekommen. Das Video werdet ihr gleich sehen. Ich war heute richtig, ich habe richtig viel geschafft heute. Und wo ich gerade wiedergekommen bin, war ich nochmal im Briefkasten und es war wieder Post drin, eine Postkarte. Es wird, wie es wird. Aber es wird, was du daraus machst, war verkehrt. Ich muss mal vorlesen. Cut. Es wird, wie es ist, aber es wird, was du daraus machst. Ich habe ihn nie abgelesen, habe ich auswendig gelernt. Nee, war Spaß. Das ist die Karte. Und jetzt gucken wir mal, von wem die Karte ist. Hallo lieber Lutz, schöne Grüße aus der geilsten Stadt und ein kräftiges Glück auf aus Gelsenkirchen, Schalke 04. Danke, danke, erhol dich gut. Aber da fehlt der Name. Ja, aber wo ist zwei Leute in der Community aus Gelsenkirchen. Ich glaube, immer, und was mit M? Marianne? Ich weiß es nicht. Ich will ja nicht, ich will jetzt nicht hinter nahe treten. Wir haben ja zwei Leute aus Gelsenkirchen. Danke, danke, danke. Ich bedanke mich. Wie gesagt, da mache ich eine riesen Pinnwand zu Hause. Das würde ich alles behalten. Da mache ich so eine Ecke. Habe ich schon erzählt, nicht? So, jetzt kommt das Video, aber nicht wundern, wenn irgendwas durcheinander ist. Ich habe keine Zeit, es gibt gleich Abendbrot. Ich klatsche das jetzt, das Video, ich tue das kurz schneiden und klatsche alles hintereinander, was ich heute alles erlebt habe. Wahnsinn. Hallo Freunde der Sonne. Heute ist was los. Ich habe gerade hier gepennt, guck mal hier. Viel gemacht. Es hat geklopft. Dann kommt ein Bauarbeiter rein. Nimmt mir meinen Stuhl weg und stellt den Stuhl hier hin. So, wie soll ich jetzt hier durchkommen? Ich gehe jetzt runter und beschwere mich. Übrigens frage ich mich, ob die Bauarbeiter hier einen Schlüssel haben. Der hat sich auch ganz schön erschrocken, weil hat geklopft, ich habe sie geguckt und hat sich erschrocken, dass hier jemand drin ist. Weil ich wollte gar nicht den Stuhl tauschen. Ich gehe mich jetzt beschweren, dass die hier einen Schlüssel haben. Bauarbeiter werden. Ja. Da muss man nicht schreiben können. Ich fahre nur Fahrzeug. Jetzt war ich gerade unten. Und für Sascha habe ich schon mal trainiert. Ich musste in den dritten Stock runter wegen Ernährungsberatung. Und dann bin ich vom dritten Stock zum sechsten hoch. Schon mal trainieren, damit ich die sechs Stockwerke schaffe, bevor ich hier entlassen werde. Das habe ich Sascha versprochen. Jetzt komme ich hoch. Steht hier ein anderer Stuhl. Jetzt war ich gerade schon wieder unten Therapie machen, was man so machen muss bei der Reha. Komme ich wieder hoch. Mein Rucksack habe ich abgestellt auf den Stuhl, nicht? Da ist ein neuer Stuhl. Beziehungsweise der alte, der vorher hier stand. Ja. Ich bin Möbel-Lutz, XXL-Lutz hier mit. Wer braucht noch einen Stuhl? Kennt ihr alles? Kam hier bei mir. Mann, 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 da. Wäre gespannt. Ich gehe jetzt nochmal raus, weil ich will ein Video jetzt drehen für euch. Und wenn ich wiederkomme, stehen bestimmt fünf Stühle da drin. So, Freunde der Sonne. Wir besuchen jetzt wieder den Spielplatz, wollte ich gerade sagen. Den Heilwald. Ich habe beschlossen, einen anderen Weg zu gehen. Diesmal, weil das hat ja zur Myrots-Klinik gehört. Warum pischt mich eigentlich so, weil ich hier noch hier bin? Guck doch mal hier. Da oben bin ich irgendwo. Und von hier aus muss es ja einen Weg gehen bis dahin. Das gehört ja zur Myrots-Klinik, haben wir ja gelesen. Und das suche ich jetzt. Rat mal, was ich gerade wieder gefunden habe. Eine nächste Aufgabe. Wieder Quiz-Time heute. Was ist das? Na? Was ist das? Ein Balken. Richtig. So, jetzt bin ich schon wieder so ein Schild gekommen. Und das musst du halt auch. Boah, sind eine Biene oder was? Sticht was im Hals, im Rücken.
Oh, was ist denn das? Warte mal kurz. So. Weiß nicht, was das war. So, hier gucke ich. Nummer 7, das muss ja dann ja dazugehören zu dem komischen Heilpark. Heilwald. Ich habe jetzt keinen Bock auf diese Übung, habe ich heute genug gemacht. Ich müsste eigentlich. Normalerweise müsste ich da runter, weil da unten sehe ich einen Weg. Seht ihr den Weg da? Da muss ich eigentlich hin. Und dann irgendwie nach links. Da in den Wald rein. Das probieren wir mal. So, ich muss die Kamera nochmal anmachen, weil ich habe Mikro verlaufen. Hier ist nichts. Aber da hinten muss irgendwas sein. Wir gucken mal da hinten. Warte kurz. Da hinten seht ihr was? Also hier ist nichts. Und da bin ich gekommen. Hier ist nichts. Aber hier. Da ist was. Das ist ein Ding da. Wasser haben wir heute, Tag 12. Und jetzt habe ich auch richtig was Schönes entdeckt hier. Eigentlich war ich ja zur Schaukel, aber ich zeige euch das mal. Wer ist bei der Krankenkasse? Ich nicht. Was sind das für Gelände hier? Stasi-Lutz, ich mach dasselbe. Guckt euch das schöne Ding mal an. Ist doch herrlich hier, nicht? Es geht hier drüben noch weiter. Minigolf da hinten. Nicht schlecht, nicht schlecht, du. Mein Garten, der blüht jedes Jahr. Betreten auf eigene Gefahr. Kam mir gerade jemand entgegen. Ich sag Morgen und sie sagt Guten Morgen. Wie spät ist das jetzt? Keine Ahnung, 16:30. So. Jetzt latsche hier. Aber ich bin immer noch verkehrt mit der Schaukel. Obwohl ich gesagt habe, ich bin richtig. Ah, hier, guck mal hier. Hier sehe ich doch was. Das sieht doch hier schon wieder so aus. So. Hier sehe ich doch die Schilder. Gucke hier, ne, gucke mal. Das ist doch hier wieder. Dieselben Schilder von gestern. Was soll ich hier machen? Atmen schon wieder? Was die? Und dann kann ich ja Musik machen. Komm, wir machen Musik. Wir machen jetzt Musik. Ich mache jetzt Musik für euch. Kling, klang, Urnächten. Warte. Kann mich sehen? Da ist so dunkel. Ach so, jetzt muss ich das Handy da hochpacken. So, ihr könnt euch aussuchen, welchen Song. Was wollt ihr hören? Das Musik und Musikinstrument ist so klein. Aber wir wollen richtig spielen, der ist angebunden. Ganz schön laut, nicht? Komm, wir hauen wieder ab. Wir hauen wieder ab. Das war zu laut. Check, check, check. So, ich habe mein Stick hier angebaut. Kann ich auch mal so machen, ne? Kann ich noch weiter ausfahren. Habe ich noch nie benutzt. Also den Ständer habe ich schon mal benutzt, aber so nicht. So, jetzt habe ich irgendwie was entdeckt. Passt mal auf. Oh, alter Mann. Guck mal hier. Sehen. Nutzung der Geräte auf eigene Gefahr. Und da ist die Kiste. Man soll sich bücken und die Geräte rausnehmen. Da bin ich mal gespannt.
Wer traut sich von euch, die Kiste aufzumachen? Na? Muss ich hier wieder machen oder was? Hier ist die Kiste. Was ist hier drin? Was soll der Blödsinn? Hä? Naja. Toll. Na, habt ihr euch erschrocken, wa? War eine kleine Flachsrakete war das. So, mein Schlüsselband abmachen. Das geht so ins Mikro, nicht? Dauernd. So. Ich weiß nicht so richtig, wo lang. Ich mach nur Scheiße. Hier ist eine Brücke. Wir gehen mal weiter. Wir müssen noch dieser komischen Schoppe wieder rauskommen hier. Oder nicht? Ich höre noch die Baustelle von links. Also das ist irgendwie... Können die das nicht besser malen? Was sind denn das hier für Zeichen hier, was man alles machen soll? In den Wald. Ist ja kein Wunder, dass er rechts und links Schlüpper überall liegen. Ah! Oh, umgeknickt. Das ist auch ein Rindmulch-Dreck hier. Das ist ja kein Rindmulch, das ist mit der Stecker eingeschmissen. Anzeige ist raus. Ach, da habe ich. Hier. Ich habe den Übeltäter. Da liegt der Rindmulch. Eine halbe Äste drauf da. Ja, kommt man zur Reha und kommt mit gebrochenen Füßen wieder raus. Da sehe ich auch schon wieder was. Hütten. Ich kann das mal nicht so, weil die Sonne so scheint. Da hinten sind auch Hütten. Das machen wir morgen. Heute wollen wir in die Schaukel. Ich habe die gefunden. Und die ist direkt vor mir. Ich wusste doch, dass die hier ist. Aber kürzer war es auch nicht. Was steht denn eigentlich bei der Schaukel dran, was man da alles machen soll? Mann, was sind denn da für Stecker hier? Hier, das soll man machen. Ich staune, dass die Bienen-Männelkicken nicht übereinander liegen. Müritz. Klinik. Atmung, Kreislauf. Ja, Orthopädie, ja, das kann ich mir vorstellen. Bei die Äste hier. Jetzt weiß ich auch, warum die Stöcker hier rumliegen. So, ich setze mich jetzt wieder auf die Hollywood-Schaukel und atme. Ja, sonst ist heute nicht viel passiert. Außer diese zwei Wege. Ich habe meinen Zettel nicht mit. Mann! Ich schreibe das jetzt rein. Wenn ich zurückkomme, muss ich eh schneiden. Mit Wasser. Zwei-Wege-Bad. Genau, Zwei-Wege-Bad. Das ist ja wie, na, ich will Angst. Wie der Kopfsache, nicht? Immer schon wieder bei der Angst. Dann komme ich so ein Bad rein. Da sind für die Füße so ein Becken und für die Arme. Und die Arme musst du da reinstecken. Und die Füße. Das ist ja ein Vier-Wege-Bad. Ich hatte nur die Arme. Ich bin bescheuert. Ich rede schon wieder nur Blödsinn. Ich hatte die Füße zwar drin, aber kein Wasser. Aber die Arme habe ich reingesteckt. Und dann fließt da Strom. Ich habe aber vergessen, für was das gut ist. Ja, und seitdem habe ich so eine Frisur. Ne? Aber naja, wenn es gut tut. Und ab und zu zucke ich mal so. Aber sonst geht es mir gut. Nee, ich muss mal nachfragen, was das ist. Oder ich schreibe das bestimmt hier unten rein. Wozu das gut ist, das Zwei-Wege-Bad. Und weißt du, was gestern das Problem war? Ich habe vergessen, dass man wieder zurück muss. Ich wollte gerade auf die Uhr gucken, auf dem Handy. Das Handy ist ja da. Ich weiß, ich sitze hier ja nicht immer so lange, aber mein Akku ist so voll. Aber es ist Abendbrot. Und ich bin hier auch ganz schön marschiert wieder bis hierher. Und ich bin heute 3 Etagen gegangen, habe ich geübt. Ich will die 6 Etagen schaffen.
bevor ich hier gehe. Jetzt kann ich wieder das Problem, hier hochzukommen. Ich halte mich wieder an meinem Bein fest. Ja. Ich kann dann mal ein Lied spielen für euch da vorne. Und dann gehen wir zurück. Tut mir leid, ich bin fertig. Ich bin heute fertig. Hartes Programm. Für die österreichischen und Schweizer und spanischen Zuschauer, ich bin fertig. Ich bin fix und fertig, wie Flasche leer. Harter Tag und morgen wird es noch härter. Aber wieso liegen hier Kippen? Apropos Kippen. Ich hatte schlechtes Gewissen. Mit der Zigarettenschachtel von gestern. Wollen wir die noch holen? Dann habe ich eine gute Tat vollbracht. Ich habe den Wald sauer gehalten. Diese Zigarettenschachtel. Das muss hier irgendwo gewesen sein. Wer sie sieht, schreit. Hier, muss er sagen. Oh, habt ihr alle gesehen? Ich hätte hier so einen Schreck einjagen. So, die nehme ich jetzt mit und entsorge die im Papierkorb. Bin ganz netter, ganz ordentlicher. Aber ich klebe mich jetzt nicht hier auf die Straße, ne? Wir wollen ja nicht übertreiben. Nehme ich mit. Habe ich immer in der Hand. War Spaß. Ich heb sie wieder auf. So. Ich habe jetzt endlich einen Papierkorb gefunden. Wir sehen uns dann nachher, wenn das Video draußen ist. Bis dann.